wenn das, was an Potenzial, an geistigem Potenzial, Wind oder Qi, da ist, das ist auch der Wind, der hier weht, wenn der sich in Form gießt, dann entsteht etwas, vielleicht so etwas wie ein Earthship. Das scheint mir ein gutes Symbol zu sein, weil ja nicht sehr festgefahren genaue Pläne gemacht werden, wo dann ganz genau jeder letzte Nagel nach diesem Plan reingeschlagen wird. Es gibt schon eine klare Idee, eine Hinwendung zu dem, was möchte hier gern geboren werden, was möchte entstehen. Und gleichzeitig gibt es aber diese Freiheit im Tun, Dinge noch zu verändern. Das ist eigentlich das Bestmögliche. Es gibt ein Gefäß, das entstehen soll erst. Und es gibt aber schon einen Inhalt, der schon wahrnehmbar wird. Earthship is the future. It's a building which brings lots of people together with the same point of view and the same attitude. Attitude, yeah. Like the true evolution, you know, using the technology to live like more with the nature, not use it to destroy it. Just do something new, like go new path. Do recycled tires, cans, glass bottles, and trash. Es geht um das Yin und Yang, um das männliche und weibliche Prinzip und wie die im Menschen oder in einer Situation kodiert sind. Wo Licht ist, braucht es auch Schatten als Gegenpol. Und das Licht eben, Begrifflichkeit, dann eben das Yang, das Prinzip der Bewegung. Das ist das, was draußen gerade passiert. Ein Earthship wird gebaut. Das ist also Bewegung im besten Sinne, wo das in Bewegung kommt. Und es braucht gleichzeitig auch dieses Yin, das zur Ruhe kommen. Es braucht eben die Dunkelheit, um sich zurückzuziehen, um dann wieder bereit zu sein, das andere geschehen zu lassen. And it brings together the whole world. If you look at it, I guess we have people here from every continent working on the same building, and not only for us, we're doing it for somebody else. So that's the future.